glaube, es sollte eigentlich... Wahrscheinlich gibt es noch Leute, die nichts zu tun haben, ne? So wie das aussieht hier. Oder so viele, wie zumindest ständig beschäftigt sind. Oder so viel, wie auch hier Geld weggeht. Also sollte doch bestimmt noch jemand sein, der... Yeah, Geld! der nichts zu tun hat. Da sind noch zwei. Okay. Das ist super. So viel Geld. Waren das die Gegner? Ernsthaft? Okay, das wäre ein bisschen albern. Bisschen wenig. Tja. Die Glocken läuten, also Gegner sind besiegt. Es kann also nicht ganz schlimm gewesen sein. Eins, zwei, drei, vier. Vier Leute? Vier neue Leute, ist krass. Baumberg, oh. Ja, cool, dass das bestehen bleibt. Die Zelte. Wenn wir das ein bisschen ausbauen. Wer weiß, wie das dann hier wird. Wenn ich schon so weit links bin, ich müsste eigentlich noch weiter nach links gehen hier, ne? Da mal gucken, was da los ist. Mal ernsthaft. Das ist zumindest zu, das Portal. Hier wären zwei super Plätze zum Oh, ein Zelter. Zum Platzieren von Türmen. Aber ich weiß nicht, ob die so außerhalb, ob die sich wirklich lohnen. Ich gehe mal langsam, damit ich meine Ausdauer behalte, falls ich tatsächlich mal wegrennen müsste. Ah, hier links ist Wasser. Das heißt, was wir machen könnten, ist, dass wir nach links den Kreuzzug starten, beziehungsweise hier, ne, so eine Randale-Aktion, damit da das Portal mal beseitigt wird. Dass wir zumindest von der linken Seite aus sicher sind und dann auch zum Hafen hinlatschen können. In erhöhter Sicherheit. Das wäre super. Hm. Wäre das tatsächlich eine Aktion. Ich meine, wenn es aus ist, ich weiß nicht, wie viel da dann wirklich kaputt geht. Und dann können wir hier links dann auch entsprechend mehr Landwirtschaft betreiben, weil wir eigentlich keine Mauern mehr brauchen. Aber dann hätte ich den Turm, den ich da gerade mal erweitert habe, den hätte ich dann mal vielleicht nicht ausbauen sollen. Das hat es nämlich nicht so ganz gebracht dann. Da gehen mir dann wieder zwei, drei Leute flöten. Weil die da einfach mal festhängen quasi auf dem Turm. Die Bogenschützen. Aber hier könnte ich dann halt ausbauen, ne? Das wäre super. Könnte ich noch mehr Geld erzeugen durch Landwirtschaft. Ah, vorbei. Ich habe eigentlich... Ich will nicht sagen, ich habe genug Geld, aber ich habe ein bisschen Geld. Das ist schon mal ein Anfang. Hier komm. Bevor ich gleich überlaufe. Mal ganz ehrlich. Machen wir das. Hi. Geld? Kein Geld? Ja, das ist Zimmer. Wäre tatsächlich eine sinnvolle Sache. Da links hier irgendwie ein, zwei Mal. Machen wir die einzeln. Machen wir das einzeln. Es gibt eine Spielmechanik, die ich mittlerweile gelernt habe. Und zwar, dass man seine Soldaten, seine Söldner, seine quasi Anführer, die man dann losschickt hiermit, dass man die stärken kann mit Münzen, die man dann in die reinstopft. Und dann halten die genauso viel aus oder dann halten die halt mehr aus. Dann sind die halt von der Funktion her genauso wie man selber. Das nämlich... Die auch dann, wenn die getroffen werden, jeweils eine Münze fallen lassen. Und darüber dann mehr aushalten. Also im Prinzip wie bei einem selber auch. Dass das nicht auf deren Leben geht, sondern auf deren Geldbeutel. Wenn die getroffen werden. Von rechts kommt hier nichts, ne? Im Moment. Oh. Auch die zweite Insel. Entweder sind wir gerade sehr gut dabei, oder die ist auch noch nicht wirklich ernsthaft schwer. Weil das ja bei der ersten Insel deutlich mehr geworden ist, was zu den Gegnern kam. So ab 15. Nacht. Deswegen, sicher fühle ich mich noch lange nicht. Sagen wir es mal so. Da sind wir noch weit von entfernt. Ja, muss ich aufladen. Und ich würde den Wald halt gerne abholzen. Aus Prinzip, weil der doof ist. Wälder sind ekelhaft. Da ist so viel Natur drin. Zack. Ich gehe nochmal weiter nach rechts. Einfach um zu gucken. Jetzt kann mein Weg auch weg. Ich
Der, hier ist ein Portal, genau. Ich denke mal, aber noch, rechts wird noch ein sehr großes Portal sein. Vermute ich mal, dass es ein ganz großes oder ein komplettes Portal ist. Ah, so weit waren wir noch gar nicht hier. Also, dass da wieder ein Berg ist. Als Begrenzung. Soll das im Hintergrund jetzt ein Hinweis sein, dass es steiniger wird? Ja, es ist ein Berg. Ja. Also können wir es theoretisch nach rechts auch nicht besiegen. Aber es ist aus. Warum sind die ständig aus? Was soll denn das? Das geht doch nicht. Gut, dann, ja, man könnte schauen, ob man, wie weit man hier noch irgendwelche Türmchen und sowas baut oder wie weit ich nach rechts irgendwelche Kreuzzüge mache. Müssen wir schauen. Theoretisch könnte man wieder danach vorgehen, dass man das Schiff schnell aufbaut, weil im Moment flutscht das Geld gut. Und dann geht man wieder weiter zur nächsten Insel. Na, dass man hier gar nicht mal darauf wartet, dass man quasi in Richtung Nacht 15 oder 20 kommt. Wobei es ist im Moment Nacht 13. Aber so, dass man gar nicht bis zur 20 hinkommt. Das wäre natürlich super. Dass es dann gar nicht mal schwerer wird. Ist natürlich, wenn man so sicher ist oder so einigermaßen sicher ist wie jetzt, ist begrenzt aufregend. Aber meine Güte, ne? Warum nicht auch mal gewinnen bei irgendwas? Mal ganz ehrlich. Warum nicht auch mal so gemütlich, so ein bisschen vor sich hinspielen, nicht jede Nacht irgendwie bangen, ob das alles hier mit dem Bach runtergeht. Ein paar Erfolgserlebnisse haben, ist doch auch schön. Haben wir doch sonst viel zu selten. Warum nicht? Niemand hat Geld? Doch. Ah, nicht enttäuscht. Man muss es nur sagen. Man muss nur jammern, dass man kein Geld hat und zack, gibt's welches. Merkt euch das. Mein Tipp für euer Leben. Einfach jammern. Es gibt immer jemanden, der drauf reinfällt. So. Ach, wie viele ich habe. Unglaublich. Ich habe echt viele. Warum habe ich so viele? Ist doch Quatsch. Zumindest so viele, die nichts zu tun haben. Na, Geld. Oh. Ich mag Farmer. Einfach aus Prinzip. Vor allem, wenn sie eine Farmerfirma haben. Oder kannst du sagen, Farmerfirma dahin und dann ist es alles gut. Dann guckst du viermal nach, was da so los ist. Ich hau den mal einen ganzen Batzen. Ich hau den mal ein paar geschredderte Baumstämme hin. Aber so richtigen Wald hier. Wir haben genug Wald kaputt gemacht. Deswegen, da hau ich dir mal so einiges hin. Ja. Das ist immer noch, das ist teuer. Ich weiß nicht, ob die Schiffe teurer werden. Yay! Wie die genau keine Chance haben. Ich bräuchte im Moment nicht mal eine Mauer. Dann würden die nämlich direkt da auf die schießen und dann würde da auch direkt da mehr von kaputt gehen. Das ist ein bisschen stark gerade im Vergleich. Ja, aber wie viel brauchen die denn noch? Mal ganz ehrlich. Das waren jetzt wirklich schon ein paar Zahnstocher mehr. Was ich denen da hingeschmissen habe. Damit müssen die klarkommen. Daraus sollen die ein voll funktionsfähiges Boot für mindestens 6 Leute bauen. Das wird doch wohl gehen. Als ob ich daran investieren würde. Ist ja Quatsch. Einmal hier so ein halbes Stückchen Sperrholz hin und dann... Oder machst du das? Seid kreativ. Denkt euch was aus. Achso. Hö? Ach. Hö? Warum haben nutzlose, also unproduktive Leute, warum haben die Geld? Also, als hätte ich das irgendwo fallen gelassen. Was natürlich sein kann, aber trotzdem. Ich habe gerade überlegt, ob ich da rechts noch zu dem Zeltlager gehe und dann noch weitere Leute hole. Mache ich wahrscheinlich gleich. Erstmal will ich schauen. Achso, erstmal schicke ich die Leute, glaube ich, los hier. Für ihre Aufgabe des Portal-Kaputtmachens. Die Handwerker, die haben hier noch genug zu tun. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wobei, hier kommen. So ewig viel dürfte das eigentlich nicht mehr sein. Ja, so viel dazu. Ich wollte eigentlich noch Geld überbehalten, dass die den Kreuzzug starten. Aber nö. Wer braucht heute schon Geld?
haben auch nichts für mich, ne? Die rennen einfach nur sinnlos rum hier. Es sind ja keine Tiere mehr da. Der Wald ist direkt schon komplett beseitigt, beziehungsweise die Wiese mit ihren natürlichen Früchten. Mit Beinen und Fell. Die guten alten Tierfrüchte. Yay! Geld. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, jetzt wo die Sonne sich schon wieder senkt, damit anzufangen. Ganz ehrlich. Hier, komm, machen wir es erstmal so. Und jetzt reicht das Geld schon wieder nicht. Yay! Ich kann das. Management, meine Stärke. Die dürften noch Geld für mich haben, oder? Ja. Ah, es reicht mir. 4 Münzen. Ich glaube, es sind 4 zum Losschicken. Ich meine, ich habe das schon oft genug gemacht, aber es müssten 4 sein. Und eigentlich, ich müsste auf den nächsten Tag warten. Machen wir den nächsten Tag. Machen wir es so. Na, Geld? Nein. Na, Geld? Nö. Aber sollte gleich das Feld könnte bald fertig sein. Das gefällt mir dann ganz gut. Und auch immer nutzlose Leute, das ist schön. Ich gehe halt im Moment nicht davon aus, dass wir da noch ernsthaft Schaden kriegen. Deswegen stecke ich da gar nicht mal so viel Geld in irgendwelche Werkzeuge rein. Ja, holen wir uns noch Leute. Falls wir die tatsächlich mal brauchen sollten. Man weiß ja nie. Geld? Nö. Nö. Schade. Ah, siehst du. Da war jemand bei der Jagd erfolgreich. Zumindest ist es genug Geld, als dass ich da gleich die Leute losschicken kann wieder. Ich muss echt mal ein bisschen besser aufpassen, was ich wann wie verheize und was nicht. Ja. Yep. Weil gefühlt schon oft genug hier irgendwie Möglichkeiten sind, dass wir was nachkriegen. Ja, hier, das ist nicht mal annähernd knapp. Ne? Deswegen ist schon okay. Hier, geh mal los. Auch wenn noch Nacht ist. Macht was. Achso, halt. Da. Der freut sich dann nämlich. Der hält jetzt zumindest 2 Treffer mehr aus. Jetzt hält er 3 mehr aus. Habe ich am Anfang auch erst nicht gewusst, beziehungsweise beim alten Let's Play wusste ich das noch nicht. Wurde mir dann innerhalb eines Livestreams erzählt. Deswegen, das war schon ganz gut, beziehungsweise es ist sehr praktisch. Weil, halten die halt mehr aus. Weil letztendlich, die Ritter sind, die machen selbst quasi keinen Schaden. Die sind mehr oder weniger so eine mobile Wand. Ne? Die halten den Schild halt oben, von hinten die 4 Bogenschützen, die bolzen dann da rein. Und wenn die Bogenschützen natürlich lange aushalten, machen sie auch entsprechend viel Schaden. Beziehungsweise wenn die lange überleben, wenn das Schild vorne lange bestehen bleibt, dann ist alles gut. Deswegen ist es eigentlich schon sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie viel man in die reinstopfen kann, aber zumindest halten die dann doch mehr aus. Und jetzt habe ich genau kein Geld. Ich hoffe mal, die Farmer kriegen das gleich hin. Wobei, wenn wir dann den zweiten Farmer-Spot haben und ausgebaut haben vor allem. Das könnte schon gut sein. Sagen wir es mal so. Ja. Nix. Nix. Wobei, der war vor der Tür, ne? Hier. Ah, vielleicht schafft die es ja, dass die dann zurücklatscht. Ich glaube, ich habe aber gar nicht so viele Farmer jetzt über in dem Sinne. Ja. Nö, warum auch? Dann halt nicht. Machen wir später. Wie viel kann ich da denn noch verkaufen, bitte? Das Portal ist kaputt. Ist die Nacht gerade zu Ende gegangen, weil die... Ist der Mond gerade verschwunden, weil wir das Portal zerstört haben? Ernsthaft? Ist das jetzt... Ist das... Oder ist es einfach nur dunkler geworden? Das Portal müsste kaputt gegangen sein. Rein vom Sound her? Wir gehen da gleich mal hin. Sobald ich irgendwie so eine halbe Münze habe als Schutz. Oder 3. 20 Hälften. Das heißt, ich kann zumindest nach links wirklich da die ganzen Landwirte noch machen. Die sind zwar immer... Ich will nicht sagen, die sind egal. Aber im Moment haben wir eigentlich ja gut was an Geld.
beziehungsweise gut was an Fortschritt. So viel Geld brauche ich gar nicht mehr. Das ist halt die Sache. Ich brauche nicht mehr so wahnsinnig viel. Baut jetzt hier weiter? Da liegt noch genug Holz rum. Und ist er zurück. Heißt, er ist nicht gestorben? Okay. Und entsprechend... Das Portal sollte weg sein. Ich musste mal gucken. Es ist erstaunlich dunkel noch immer. Soll das jetzt eine Art Mondfinsternis sein? Oder was ist hier los? Das fände ich seltsam. Jetzt ist Nacht? Hä? Moment. Moment. Irgendwas ist hier komisch. Das ist, glaube ich, ein Blutmond, ne? Das heißt, wenn hier das Portal doch nicht kaputt ist, habe ich ein sehr großes Problem vielleicht. Ich gehe deswegen... Ja, okay, okay, okay. Aha. Alles klar. Ich könnte das aufbauen lassen. Aber ich will das gerade mal gar nicht. Na, wobei will ich das? Hier links sollte halt wirklich nichts mehr sein. Außer halt der Steg. Und da kann ich auch ruhig hinlaufen. Tja. Dann halt so. Dann lassen wir es halt. Schon wieder Tag. Das ist jetzt Tag 15. Nee, jetzt ist der 16. Okay. Nacht 15 war das. Wie schnell das geht, ne? Das ist schön. Das ist, also ich finde das Spiel von der Fortschrittgeschwindigkeit finde ich das sehr angenehm. Ist nicht zu lang, ist aber auch nicht zu kurz, als dass man gar nichts hinkriegen würde. Hängt halt immer ein bisschen davon ab, wie groß der eigene Laden ist, ne, und wie viel passiert. Also schön, dass die von oben aus tatsächlich auch auf Tiere schießen. Eigentlich machen die das nicht unbedingt. Zumindest nicht auf Kaninchen, aber anscheinend auf so ein Reh. Warum nicht? Warum nicht auch mal schießen, ne? Mal so gesehen. Einfach mal einen Bogen rausholen, zack. Loch im Korb. Wenn ich das jetzt noch ausbaue, ob es das bringt. Oh, man könnte das links ausbauen. Da liegen jetzt keine... Klar liegen da Bretter rum. Hallo? Baut mal bitte was. Habe ich jetzt keine Handwerker oder was? Da mache ich halt Handwerker. Ah, da rennt er. Da rennt er rum. Ich habe tatsächlich einen Mangel an den Typen hier. Wenn wir haben genug Leute. Mal ganz ehrlich. Aha. Aha. Hat noch jemand Geld hier? Von der Jagd. Die dunkle Jagd. Ne, die wilde Jagd, ne? Vier Leute. Zu großzügig. Sieht da jetzt nicht mehr geil drauf? Jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Leuten machen soll. Mal ganz ehrlich. Ich meine, die sind ja nie weg, ne? Aber... Naja. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch gerade war. Es wäre komisch, wenn sich das Portal wieder zusammensetzen würde. Weil dann wüsste ich nicht von wem. Es klang gerade ein bisschen so. Das wäre Quatsch. Ah, es ist gut, dass ich hier bin. Auch wenn das noch mehr sein muss. Aber es hält dir jetzt erstmal wieder zwei Nächte lang. Aber rein strategisch vorgehen, also so wahnsinnig viel, ich glaube, so wahnsinnig viel können wir gerade mal gar nicht machen. Das ist letztendlich, das ist wirklich gerade mal warten, bis es Geld gibt. Und dann das Schiff halt weiter ausbauen. Leute habe ich genug, glaube ich. Weil ich noch weitere, ne, Sensenmänner bauen könnte. Hätte ich mehr Geld. Ich habe zu viele Leute, die nichts zu tun haben. Das ist unglaublich. Das sind so ziemlich viele. Warum sind die alle hier? Ach, guck mal. Blut. Jetzt ist Blutmond. Da muss ich gleich mal nach rechts gehen und gucken, was da passiert. Ah ja, ja, ja. Ist okay. Ah ja, ja, ja.
Das will ich sehen. Ich hoffe, da kommt niemand von links. Das wäre sehr seltsam. Wobei das nach links tatsächlich besser beschützt ist als nach rechts. Das ist ein bisschen traurig eigentlich. Dass es aktuell so ist. Naja. Aber das geht auch. Es sind auch keine großen Viecher dabei. Es geht. Es geht super. Gut, dass ich den Schrein vorher noch aufgefüllt habe. Ganz ehrlich. Ach, das, oh, da kommt was aus der Luft. Okay. Ja. Au, das ging schnell. Das ist kaputt. Das ging schnell. Ich werde mal jetzt den Schrein voll buttern. Und ich überlege, ob man, oder ich muss mal schauen, ob man hier vielleicht wirklich nochmal von rechts das weiter freimacht, den ganzen Wald. Dass man da entsprechend noch die Plätze da ausbauen kann. Wobei diese Investitionen in die Plätze könnte ich genauso gut halt in das Schiff stecken, ne? Deswegen, wahrscheinlich wäre es sinnvoll, das zu machen. Ich meine, das war jetzt erst ein Blutmond. Bis der nächste kommt, es dauert noch ein paar Tage. Und die Nächte dazwischen, wenn wir das hier aushalten, dann sind die Nächte dazwischen auch albern. Die halten wir dann auf jeden Fall auf